Ja Leute, das Single-Leben hat schon seine Vorteile. Man ist für jede Schande dieser Welt bereit und man muss niemanden Rechenschaft ablegen. Ganz klar. Aber dauerhaft Single zu sein, macht uns Menschen einfach nicht glücklich. Wir haben alle das Bedürfnis, die Liebe unseres Lebens zu finden. Denn wir wollen natürlich die schönen Momente, die wir im Leben erfahren, mit einer Person teilen, die wir lieben. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Person zu finden. Und aus dem Grund gibt es heute 8 Schritte, die dir dabei helfen sollen, die Herzensdame an deiner Seite zu finden. Schritt Nummer 1. Sei nicht krampfhaft auf der Suche. Wenn du nämlich krampfhaft auf der Suche bist nach einer neuen Partnerin, dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Ja, du entfernst dich noch viel weiter von dem Ziel, deine Partnerin zu finden. Denn man ist dann wahrscheinlich auch noch so verzweifelt. Ja, man versucht halt irgendwie auf Teufel komm raus eine Partnerin zu finden und man verfasst zum Beispiel ewig lange WhatsApp-Nachrichten, damit man die andere Seite überzeugt. Aber was passiert dann? Man entfernt sich nur von der anderen Seite. Also versuch dich einfach ein bisschen zu entspannen, ein bisschen zu lockern und dann geht das Ganze schon viel, viel einfacher. Schritt Nummer 2. Stell deine Ex-Freundin nicht auf den Sockel. Was meine ich damit? Das machen die meisten Männer wahrscheinlich, ja? Die vergleichen einfach ihre Ex-Freundin mit den neuen Dates. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ist egal, in welcher Hinblick du das machst. Ja? Du könntest zum Beispiel sagen, hey, meine Ex-Freundin hatte das und das und das an sich, das waren voll coole Eigenschaften und diese Eigenschaften muss die neue jetzt auch haben. Funktioniert nicht. Und andersrum genauso. Also wenn deine Ex-Freundin dich zum Beispiel irgendwie verletzt hat, ja, und du siehst irgendwelche Eigenschaften an deinem neuen Date, die deine Ex-Freundin auch hatte, und dann denkst du, hu, das neue Date wird mich vielleicht genauso verletzen. Leute, das funktioniert einfach nicht. Versuch nicht zu vergleichen und stell die Ex-Freundin nicht auf den Sockel, weil das ist kontraproduktiv und das bewirkt gar nichts. Also raus mit den Gedanken von deiner Ex-Freundin. Vergangenheit bleibt Vergangenheit, denn deine neue Liebe liegt nämlich in deiner Zukunft. Schritt Nummer 3. Verurteile dich nicht selbst, dass du beziehungsunfähig bist. Und ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwie gemacht, ja? Wenn man lange Single gewesen ist, dann denkt man irgendwie, da kommt man natürlich ins Grübeln und ins Zweifeln und dann denkt man irgendwie, hey, war ganz ehrlich, ich bin einfach beziehungsunfähig. Ich kann eigentlich gar keine Beziehung mehr führen. Ich bin jetzt schon so lange Single gewesen, das klappt einfach nicht mehr. Aber das ist vollkommener Quatsch. Jeder von uns kann eine gesunde und liebevolle Beziehung führen. Diesen Gedanken einfach aus dem Gehirn löschen und weitermachen. Schritt Nummer 4. Tu dir persönlich mal was richtig Gutes. Warum solltest du das tun? Wenn du dir persönlich was Gutes tust und dich selber viel mehr liebst, ja, dann kannst du auch viel einfacher andere Leute lieben. So einfach ist das Spiel. Geh einfach zum Sport, power dich mal so richtig aus, verlier ein paar Kilos oder verfolg mal ein Hobby, was du schon seit Ewigkeiten machen möchtest. Ja, das ist echt eine gute Möglichkeit. Denn wenn du dann selbstbewusster bist, ja, ein paar Kilos verlierst, selbstbewusster durchs Leben läufst, dann hast du viel größere Chancen, die Partnerin deines Lebens zu finden. Schritt Nummer 5. Überprüfe deine Ansprüche. Ich glaube, wir Männer, wir haben alle so ein Idealbild von Traumfrau im Kopf. Ja? Sind wir mal ehrlich. Und da muss man einfach mal überlegen, ob diese Ansprüche oder das Idealbild eigentlich der Norm entspricht. Denn meistens ist das nicht so. Also wir Männer stellen uns dann meistens immer so vor, hey, ich will eine Frau haben, 90, 60, 90, lange Haare, richtig schön lange Beine, die soll immer in sexy Klamotten rumlaufen, am besten noch für uns kochen, unsere Klamotten morgens rauslegen und auch noch mit uns PlayStation spielen und mit zum Fußball kommen. Leute, funktioniert nicht. Ganz einfach. Für PlayStation und Fußball gucken, ja, da können deine Kumpels herhalten. Also versuch einfach mal deine Ansprüche zu überprüfen und schau mal, ob das wirklich noch der Norm entspricht oder ob dein Idealbild da oben im Kopf vielleicht ein bisschen zu weit entfernt liegt. Schritt Nummer 6. Versuch dich auf Online-Dating-Plattformen. Online-Dating ist heutzutage gang und gäbe. Und ja, Leute, ich weiß, es ist zeitaufwendig und ja, es ist auch Energieaufwand. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber wenn du dich zum Beispiel für einen Job bewirbst, dann musst du ja auch neue Bewerbungsbilder machen. Dann musst du auch Zeit und Energie da investieren. Und gerade für die Liebe seines Lebens, ja, da kann man schon mal ein paar Minuten investieren. Oder? Meinst du nicht? Schritt Nummer 7. Werde geselliger. Wenn du nur zu Hause auf dem Sofa abhängst und Netflix schaust, davon wirst du die Liebe deines Lebens ganz sicher nicht finden. Geh einfach raus, treff dich mit Freunden, versuch ein paar Drinks in irgendeiner Bar zu nehmen, in der du vielleicht noch nicht warst und vielleicht steht dann auch schon die Traumfrau deines Lebens direkt vor dir, was du vorab vielleicht noch gar nicht für möglich gehalten hast. Wer weiß. Schritt Nummer 8. Gib nicht so schnell auf. Viele Leute geben echt wirklich sehr schnell auf. Irgendwie kommt ein Missverständnis zustande, vielleicht ist man nicht mal eine Meinung bei einem Date und dann denkt man sich dann schon direkt so, ach nee, zweite Date, habe ich keinen Bock drauf. Mach das nicht. Ja? Es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Ja, auch in einer Beziehung oder vielleicht auch in der Ehe, da gibt es immer und immer wieder Meinungsverschiedenheiten. Also versuch nicht ganz so schnell aufzugeben, sondern versuch auch einfach mal das zweite und dritte Date abzuwarten und schau, was passiert. Das heißt nicht, dass du jetzt hinterher betteln sollst wie so ein Hund, ja, das auf gar keinen Fall, aber sei einfach ein bisschen geduldig
und gibt nicht so schnell auf. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Pablo Maidana. Pablo, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Und jetzt wünsche ich euch allen richtig viel Erfolg auf der Suche nach eurer Traumfrau. Gebt Gas!